Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Tag 14 von 21 Tagen Fasten und Gebet. Also wir haben zwei Drittel geschafft und ich hoffe, du bist gut dabei und gehst mutig voran. Vielleicht hast du auch schon die eine oder andere Routine etabliert, so nach zwei Wochen, dass du weißt genau, wie du damit umzugehen hast, mit auch was auch immer du gerade fastest. Solche Routinen können sich aber auch einschleifen im negativen Sinn in unser Glaubensleben und vor allem in unser Gottesbild. Wenn wir irgendwann nur noch an diesen Gott glauben, der uns irgendwie mal erzählt wurde von irgendwem, dass wir irgendwelche Phrasen, irgendwelche Glaubenssätze unhinterfragt einfach übernommen haben. Mir ging das einmal so in einer intensiven Gebetszeit, dass ich das Gefühl hatte, ich hab das Gefühl, ich weiß nicht mehr, an wen ich da eigentlich gerade glaube. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Ich habe das Gefühl, das war irgendwie ein großes Konstrukt von ganz vielen Sätzen, die ich einfach so geglaubt habe und angenommen habe, aber nie für mich selber übersetzt habe. Was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich versuche mal alles zu vergessen, was da irgendwie an Bildern, an Ideen, wie Jesus zu sein haben soll oder nicht zu sein haben soll. Ich versuche das mal zu löschen oder zumindest auf Pause zu drücken, mal zur Seite zu schieben. Und ich nehme die Bibel in die Hand. Und was ich gemacht habe, ich habe in einer Nacht, an einem Abend, das komplette Johannesevangelium einmal durchgelesen mit genau dieser Frage: Jesus, wer bist du eigentlich ganz genau? Stell dich mir bitte neu vor. Ich will dich neu kennenlernen. Denn das ist der Schlüssel, auch der Schlüssel in allen Gebeten und in allen Fastenzeiten ist es, Gott kennenzulernen, Jesus zu kennen. Und wenn ich ihn kenne, dann faste ich gerne, dann liebe ich ihn gerne, dann gebe ich mich gerne an ihn hin. Also wenn es dir genauso geht wie mir, ist das vielleicht ein Impuls für dich, heute an diesem Samstag die Bibel aufzuschlagen und Gott zu sagen: Gott, stell dich mir nochmal neu vor, ich will dich nochmal neu kennenlernen. In diesem Sinne, sei gesegnet, bis dann.